Die steirische FPÖ hat heute ihre Landeslisten für die Nationalrats- und für die Landtagswahl präsentiert. Überraschungen gibt es keine. Wie angekündigt geht der blaue Nationalratsabgeordnete Hannes Amesbauer als Spitzenkandidat in die Nationalratswahl. Landesparteichef Mario Kunasek ist Spitzenkandidat für die Landtagswahl. Zwei blaue Logos auf der Tür der Grazer FPÖ-Zentrale, zwei blaue Spitzenkandidaten dahinter, bei denen der Triumph bei der EU-Wahl den Glauben an zwei weitere Wahlsiege in Bund und Land spürbar noch verstärkt hat. Ich glaube, die Stimmung für die Freiheitliche Partei war so gut wie jetzt noch nie. Und deshalb ist auch die Hoffnung sehr groß, dass das Ziel uns auch entsprechend gelingen wird. Ich gehe davon aus, dass wir auch hier bei der Nationalratswahl die Möglichkeit haben und die Chance haben, den ersten Platz zu erreichen, und zwar einen deutlichen ersten Platz. Die jeweiligen Landeslisten enthalten keine Überraschungen. Wie erwartet ist auch der blaue Bundesrat Markus Leinfellner prominent darauf vertreten, der zuletzt ja wegen seiner Aussage, dass Schweinefleisch essende Menschen sich weniger oft in die Luft sprengen würden, schwer unter Beschuss geraten war. Leinfellner habe sich ohnehin entsprechend entschuldigt, betont Mario Kunasek. Und über ein etwaiges Auslieferungsverfahren werde erst im Herbst entschieden, genauso wie über den Anspruch der FPÖ auf einen Einstieg in die steirische Landesregierung. In der Steiermark kommen wir in eine sehr schwierige Situation, weil ja beide anderen großen Parteien de facto sich wieder miteinander einhängen wollen. Und der Einzige, der das verhindern kann, das ist die Freiheitliche Partei und der Wähler letztlich. Man sei diesmal personell besonders breit aufgestellt, heißt es, und werde sich inhaltlich im Wahlkampf auf die klassischen FPÖ-Themen konzentrieren. Es wird Sie wenig überraschen, dass da gerade bei mir als Sicherheitssprecher die Themen Asyl, Islamismus, Sicherheit generell auf der Hand liegen. 2019 war die FPÖ nach Ibiza eine Baustelle mit entsprechenden Stimmverlusten bei den Wahlen. 5 Jahre später kann sie sich sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene berechtigte Hoffnungen auf Platz 1 machen und trägt das auch mit breiter Brust vor sich her. Bisher haben auch der Grazer Finanzskandal und die möglichen Verwicklungen des Landesspitzenpersonals darin nichts an den guten Umfragewerten geändert.